Hola a todos, hoy estamos en un pueblito de Suiza que es muy bonito porque es un pueblito donde se crea vino. Estamos también con Martin, que me llevó aquí para conocer este pueblo que se llama Maienfelden, Maienfeld. Y es también muy característico y también se crean, hay muchas viñas y cantinas. Mira qué bonito atrás de mí, la casita. Man trinkt viel zu wenig. Man trinkt viel zu wenig, ja. Obwohl, überall Trinkwasser, Ja, genau. wo man immer ist. Aquí venden los vinos también y hay también varias cantinas aquí donde se puede hacer degustación de varios vinos. Was für ein Spruch? Gib jedem Tag die Gelegenheit, der Schönste in deinem Leben zu werden. Hier siehst du die typischen Weinreben und überall immer mit Steinmauern zugemacht. Damit bekommst du auch einen Namen, einen geschützten Namen. Das ist die Domäne genannt. Okay. Und das ist natürlich von der Weinqualität höher eingestuft. Da ist es immer die gleiche Erde. Und durch die Mauern sind sie geschützt für andere Reben. Und diese Reben müssen noch ziemlich wachsen bis in Herbst, bis man sie dann ernten kann. Ja, September, Oktober Ja. ist Weinlese. Dann müssen wir zurück in September und Oktober Genau. kommen. Sie suchen auch immer Erntehelfer, die Ah dann ja? die Weine, die Trauben ablesen, ja. Okay. Mi amigo Martin y yo vamos a terminar este video con una frase del día. La frase del día es: Der verlorenste aller Tage ist der, an dem du nicht gelacht hast. O sea, el día que está más perdido, el día en que usted nunca tuvo una sonrisa. Y con eso nos despedimos del video. Chao, chao. Ciao. Darf ich? Ja, wenn ihr etwas Rosa trinken. Ja, von ein Oder, ja, was hättet ihr gerne? Wir sind hier auf der Durchreise, also hier der Kollege. Mach ein bisschen. Ein Glas Wein. Machst du einen Weissen? Okay. Weißt du? Etwas Typisches von hier. Ja, ein trockener oder ein fruchtiger? Fruchtiger. Okay. Immer ein bisschen unterschiedlich, oder? Wie es, ja, je nachdem, eine Stunde jetzt noch etwa 27, 28. Jetzt ist eben der Wind, kommt der Wind wieder. Ja, der ist den ganzen Tag schon da. Der kühlt. Aber ich bin richtig cool gefahren. Ja. Darauf ist es noch wärmer, oder? Mhm. Du kommst wieder zurück, jetzt sind wir etwa 25. Ja, ach so. Oh, das ist unser Typ, wie sagt man?
Das Swiss Wrestling, also Schwingenden. Schwingen? Schwingen. Diese Schwingen, zwei Kerle. Fast ringen. Ja, die ringen. Schweizer ringen, Wrestling. Kampf. Ja. Ah ja? Ja. Wie ein Kampf. Alle drei Jahre ist das Eidgenössische. Aha. Das letzte war letztes Jahr. Okay. Von Walisweine. Bitte? Ja, da kaufe ich vielleicht gerade noch drei Flaschen. Ja. So als Andenken. Ja. Salut. Salut. Danke für die Tour. Mein Tour. Und terminamos más una vez el video con un otro. Süß. Ja, salut, Alter, oi! Salut! Der Blade Noir haben wir. Blade Noir. Kein Auftrag. Das ist der. Ja, der ist aus blauen Trauben, Pinot Noir Trauben. Und der wird kurz, also wird abpresst und die meisten gerade. Aha, wollen wir fragen? Jawohl, das stimmt, das bin ich. Also, und den kann man jetzt auch trinken, eigentlich. Ja, man kann ihn auch noch etwas lagern. Nein, das ist also 2-3 Jahre. Also, ja, eben so, 2. Ja, genau. Fertig, ja. Gut. Den ja. Nehme ich doch noch von dem. Aber er soll es heute nicht machen. Ja? Jawohl. Also, musst du entschuldigen, gell? Was? Das ist doch der Stucki, aber. Was passiert hier in Maienfeld? Nein, das war jetzt. Das ist jedes Mal in einem anderen Kanton. Ja? Ja, das war letztes Mal in Zug. Okay. Einmal in der Schweiz. Jeden 3 Jahre. Alle 3 Jahre Zug, ja. Das ist gerade in der Aktion. Ja, komm, jetzt wieder machen. Haben Sie gerade 6? Ja, ja. Das ist 18,90 statt 21. Ja, gut, das packen wir sie so ein. Ja. Also, ich bin ein Typ, der alles immer nachher kaufen muss. Jetzt hier okay. Es para hacer la, el vino. Se pone la uva dentro y esto hace el trabajo para sacar el jugo de la uva. Hier hat man früher Trauben gepresst. Wirklich? Ja. Wow. Schön. Darf ich? Ja, ja. Das gehört Ihnen? Ja. Qué lindo. Huele a rico a vino, a viñas. Es una cantina muy antigua. Das Gebäude ist 1630. 1630. 130. Ja. Ist okay. Alt, ha? Ja, sehr alt. Das ist eidgenössisch geschützt. Wow. Das musst du schauen. Was? Otto Redico. Rauchgeschwärzter Raum, ein Himmelreich für jeden. Diese Steinböcke hier, die leben auf dem Berg. Ah, ja? Steine. Das ist Steinböcke. Steinböck, ja. Das sind das typische Wappentier, ja, ja. Für Graubünden. Genau, ja. Das ist schön, das. Dieses Haus. Hay una casita muy linda aquí y hay algo interesante aquí abajo. Hay unos libros como una mini biblioteca. ¿Y qué pasa? Que aquí está escrito libros
también para llevarse. O sea que usted puede llevarse un libro de aquí o también cambiarlo, también puede poner su libro y se toma lo que está aquí. Interesante como sistema. Y basado también sobre la confianza. Pienso que encontramos la casa de la bruja. La escoba. Este puede ser un signo.